Also, endgültiges Okay der Bank, dann werden von der Bank die Darlehensverträge erstellt. Auch hier. Das sind, ich hatte Ihnen ja, oder in dem Kursheft hatte ich ja gesagt, wie Sie einige tausend Euro bei der Finanzierung sparen. Das sind alles so Kleinigkeiten, an die Sie wahrscheinlich gar nicht denken, an die die meisten Baufinanzierer überhaupt nicht denken, die sich aber dann aufsummieren. Also, Erstellen der Verträge heißt wirklich, der Banker sitzt an seinem PC, klimpert die restlichen Daten ein und dann drückt er auf den Knopf und dann werden die Darlehensverträge gedruckt. So, früher war das bei fast allen Banken so, dass die vor Ort in der Filiale gedruckt wurden. Also zumindest seitdem es EDV gibt. Wie das vorher war, keine Ahnung, das habe ich auch nicht erlebt. So, und dann haben aber die meisten im Rahmen dieses Geiz ist geil und billig, 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 haben die gesagt, das ist zu teuer. Wenn jetzt der einzelne Mitarbeiter, der vielleicht dreimal im Jahr eine Baufinanzierung macht, sich erstmal einlesen muss, wie er das Programm bedienen muss und auf welchen Knopf und ob er was vergessen hat oder ob er dreimal die Darlehensverträge ausdruckt und jedes Mal ist ein Fehler drin, ja, und dann wird das ganze Papier wieder weggeschmissen und. Haben die gesagt, das wird zentralisiert. Das macht auch diese große Sparkasse hier in Hamburg. Haben Sie vielleicht auch gesehen, in der Eifelstraße haben die vor 2, 3 Jahren so einen Neubau hingestellt, porthässlichen Kasten. Das Ding nennt sich im Bankenjargon Kreditfabrik. Und dort laufen praktisch die ganzen Datensätze zusammen und dort werden dann erst die Darlehensverträge gedruckt. Das heißt aber für Sie, dass bevor Sie Ihren Darlehensvertrag oder dass mehr Zeit vergeht zwischen dem Druck Ihrer Darlehensverträge und dann, wenn Sie unterschreiben. Ja? So, da könnte man jetzt sagen, ja, und wo ist jetzt das Problem? Nee, ist kein Problem, sondern eventuell ein ein Vorteil für Sie. Einige Banken machen das aber auch tatsächlich wirklich noch bei sich in der Filiale oder im Hauptgeschäft und die haben dann einfach die Chance, auch wesentlich später auf den Knopf zu drücken. Vorteil für Sie bei einigen Banken, wie gesagt, nicht bei allen, dass wenn die Zinsen zum Beispiel nochmal kurz vor Ihrem Beratungstermin nochmal fallen sollten, gibt es noch den einen oder anderen fairen Banker, der dann die Konditionen nach unten anpasst. Machen allerdings 80% nicht. Die sagen dann, Kunde hat abgenickt, wir freuen uns, wir verdienen mehr Geld. Ja. Andersrum ist es eigentlich viel ärgerlicher. Viele Banken geben heute sogar nur noch Tageskonditionen raus. Das heißt, wenn praktisch alle Unterlagen von Ihnen zusammen sind und wenn Sie dann unterschrieben haben in diesem Angebotsverfahren, dann sind die Zinsen fest. Ja. Das heißt, je mehr Zeit dazwischen vergeht, umso teurer kann es manchmal werden. Und dann ist das Heulen und Zähneklappern bei Ihnen als Kunden groß, weil Sie sagen, hey, der hat mir aber den und den Zinssatz genannt und jetzt kriege ich einen ganz anderen. Ja, so. Es gibt aber auch noch so ein paar altmodische Banker, die können bis zu 2 Wochen alte Konditionen festhalten. Ja, beziehungsweise können eben, bevor gedruckt wird, so 2, 3 Tage, bevor Sie unterschreiben, auch den Zinssatz nochmal nach unten anpassen. Ja, das sehen Sie aber nirgends. Das können Sie nicht im Internet ergoogeln. Ja, weil das sind Informationen, die gibt Ihnen kein Banker. Ja? Oder vielleicht mal einer, den Sie seit 10, 15 Jahren vielleicht kennen. Und dann muss das von der Geschäftspolitik eben auch können. Ja? Und dann gibt es eben auch Banker, die sagen, nö, ich bin jetzt Banker und meine Aufgabe ist, das Geld so billig wie möglich einzukaufen und so teuer wie möglich zu verkaufen. Das ist nochmal so eine Kleinigkeit, wobei Kleinigkeit, das kann sich teilweise wirklich brutal auswirken. Wieder live oder ein Praxisfall von einem Anwalt aus Berlin. Der hatte im Juli, August 2018 bei mir gemeldet. Dann ging es erstmal darum, der hatte eine vermietete Immobilie, brauchte eine Anschlussfinanzierung, haben wir gemacht. Und dann sagte er, Mensch, und irgendwann jetzt dieses Jahr, ich will noch ein Eigenheim kaufen. Ja, wobei Eigenheim hieß bei ihm Villa. Ja? Villa, weil 500.000 Eigenmittel, die hatte er auch, glaube ich, geerbt. Und und wollte also nur 400.000 finanzieren. Und wir hatten alles vorbereitet, die ganzen Zahlen waren bei der Bank, alles picobello. Und er hatte schließlich ein tolles Objekt im Grunewald. Und
So, und dann ging das noch zweimal hin und her, weil dann der Verkäufer noch wieder irgendwas geändert haben wollte und er wollte noch mal was geändert und dann zog sich das über 4 Wochen. Wir hatten damals, glaube ich, eine Kondition von 4,18 oder irgendwie sowas. Und dann kam Anfang Dezember 2008 die letzte EZB-Zinssenkung. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben oder so, da ging es nochmal richtig in den Keller. So, der gesamte Internetbankenmarkt, nenne ich die mal, hat darauf überhaupt nicht reagiert. Ja? Das war wirklich dieser eine Tag, das war ein Donnerstag, und die Bank, wo ich das eingereicht hatte, das ist so einer von den fairen Bankern, der hat wirklich, und da habe ich mich am Telefon noch nicht mal mehr getraut nachzufragen, weil der Zins so schweinegünstig war, wo ich dachte, jetzt fragst du besser nicht nochmal nach, nicht, dass er sich das anders überlegt. Der hat an diesem EZB-Zinssenkungstag hat er die Konditionen eben von 4,18 auf 3,9 reduziert. Der Gesamtmarkt hat nicht darauf reagiert, weil die gesagt haben, wir sollen für einen Tag die Zinssätze ändern. Ja? Und Tag drauf war auch diese Bank wieder bei diesem Zinsniveau von 4,18.